Hallo, willkommen beim ersten Videopodcast des Bayerischen Turnverbandes Fachgebiet Rhönrad. Wir wollen heute euch Eindrücke von den Bayerischen Meisterschaften in Herrieden vermitteln. Auch wenn die Halle in Herrieden noch äußerlich eine Baustelle darstellt, verlief der Wettkampf ohne nennenswerte Störungen. Dieses Jahr nahmen insgesamt 45 Aktive teil, darunter auch 6 Turner und Turnerinnen aus Salzburg, die extra für den Wettkampf die lange Fahrt auf sich nahmen. Bei den L9-Jugendturnern zeigte Markus Büttner und Max Brinkmann, warum sie sich für die kommenden Weltmeisterschaften in Baar qualifizierten, auch wenn für sie diesmal nicht alles rund lief. Der Wettkampf verlief zügig, ohne Probleme, aber auch ohne große Überraschungen. Der 4 zu vergebene Meistertitel teilten sich die Vereine ASV Rimpa und TV Sendenei unter sich auf.